Erstens Aufbau von körpereigenem L-Carnitin. Zweitens unentbehrlich für Stabilität der Kollagene und dem Bindegewebe. Drittens, es ist der Antagonist von L-Arginin. Viertens, es beeinflusst die Aufnahme von Calcium in die Knochen positiv. Fünftens, es hilft bei der Behandlung von Herpesviren. Und sechstens, verhindert die Anheftung von Fett und Plaques in den Arterien. Ja, hallo meine Lieben, schön, dass du hier mit dabei bist bei diesem Video. Das freut mich natürlich ganz besonders. Es klingt ja schon fast wie ein heiteres Rätselraten. Um was könnte es sich denn hier handeln? Ja, um was es sich ganz genau handelt und warum es so wunderbar wirkt, erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine lieben Freunde und Zuseher, wir behandeln in diesem Video die essentielle Aminosäure. Essentiell deswegen, weil es nicht selber vom Körper gebildet werden kann, jedoch essentiell mit Essen oder eben über Nahrungsergänzung zugeführt werden muss, die essentielle Aminosäure L-Lysin. Ja genau, darum geht es heute in diesem Video. Ich habe damit schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und es wird jetzt endlich mal an der Zeit, dass wir uns diese Aminosäure genauer anschauen. Hier die genaue Wirkweise. Erstens, die Aminosäure ist wichtiger Baustein unterschiedlichster Proteine, Enzyme, Transportproteine im Blutplasma, Antikörper und Hormone, Strukturproteine von Knochen, Haut und Sehnen oder die für die Muskulatur. Unentbehrlich ist L-Lysin, wie schon erwähnt, unter anderem für die Stabilität von Kollagen und dem Bindegewebe. Zweitens, Lysin kann mit anderen Stoffen das vitaminähnliche L-Carnitin selber herstellen. Dieses L-Carnitin ist für den Energiestoffwechsel und die Fettverbrennung äußerst wichtig. Hier verlinke ich das Video zu L-Carnitin, welches ich selber schon gemacht habe. Hier oben natürlich, schaut es euch an, ist total wichtig. Der dritte Punkt. L-Lysin ist der Antagonist, also der Gegenspieler von L-Arginin. Lysin sorgt eben dafür, dass L-Arginin nicht in die Zellen kommt oder nicht allzu viel in die Zellen kommt, sondern im Blut so schnell als möglich zu Stickstoffmonoxid, also NO, umgebaut wird. Hier nicht erschrecken. Ja? Stickstoffmonoxid ist ein ganz wichtiger Botenstoff und das am weitesten verbreitete Signalmolekül im menschlichen Körper. Es ist an der Kontrolle zahlreicher Prozesse im menschlichen Körper beteiligt. So unter anderem eben auch an der Signalübertragung der Nerven, der Immunfunktion, dem Gewebeumbau und der Erweiterung der Blutgefäße. Und Stickstoffmonoxid sorgt eben auch für die bekannte Wirkung von L-Arginin, nämlich die Erweiterung der Blutgefäße. Doch hier gibt es ein eigenes Video zum Thema Stickstoffmonoxid in den nächsten Tagen. Viertens, Lysin beeinflusst auch die Aufnahme von Calcium in die Zähne und in die Knochen als sehr, sehr positiv. Lysin ist wohl auch bei Osteoporose angesagt. Der fünfte Punkt, eine sehr bekannte Wirkung von Lysin ist, dass Lysin eben Herpesviren, Lippenbläschen eindämmt oder komplett verschwinden lässt. Hier habe ich also absolut gute Erfahrungen mit L-Lysin. Sobald irgendwie sich ein Bläschen ankündigt, nehme ich schon L-Lysin zu mir und es ist innerhalb eines Tages futsch, es ist dann einfach mal weg. Ja, und der sechste Punkt in diesem Video, warum L-Lysin auch dafür sorgt, dass keine Fettreste und Plaques die Gefäßwände verkleben. Weil eben Lysin ganz einfach die Anheftung von überschüssigem Fett ganz einfach verhindert und schon angeheftete Plaques eben auch noch entfernt. Ja, meine Lieben, das sind schlagende Gründe, weshalb ich Lysin zu Hause habe und in Reinform zu mir nehme. Bei Herpes würde ich an die 3 Gramm am Tag nehmen. Ansonsten gerade auch für Vegetarier, für Veganer, für Sportler, die sehr viel Sport betreiben oder die sich sehr, sehr körperlich sehr viel einfach auch zumuten. Hier würde ich einfach höhere Mengen nehmen, an die 6 Gramm. Wenn Leistungssportler, wenn ich solcher wäre, dann würde ich auch an die 10 Gramm am Tag schon mal zu mir nehmen in dem Falle. Ja, es ist einfach auch ganz wichtig eben für Vegetarier, für Veganer, weil eben L-Lysin
mehrfach eben im roten Fleisch, im Fleisch generell eben auch drinnen ist. Und bekanntlich nehmen eben Vegetarier und Veganer kein Fleisch zu sich. In dem Falle ist eben hier möglicherweise eine Nahrungsergänzung an Lysin auf jeden Fall mal angesagt. Ja, Infos, wie gesagt, zu Stickstoffmonoxid in einem weiteren Video ist unglaublich interessant, mehr darüber zu erfahren. Ja, in dem Sinne, mehr Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, vergesst die Glocke nicht, damit ihr jede Information über ein neues Video bekommt. Schaut auf meine Homepage bewusst gesund geosixlebensmut.at. Da bekommt ihr noch wesentlich mehr Gesundheitsinformationen. Ja, in dem Sinne, bleibt mir gesund, wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall, weil das ist sowieso das Wichtigste in dem Falle. Ciao, tschüss und servus, euer Geo.